Gestern Euphorie an den Aktienmärkten der Wall Street, weil die Erzeugerpreise niedriger ausgefallen waren als erwartet. Also sagen sich die Märkte, die Aktienmärkte genauer gesagt. Siehst du die Pause der Fed, das Ende der Zinsanhebungen der Fed ist da und perspektivisch werden sie dann die Zinsen senken. Warum waren die Erzeugerpreise niedriger in den USA? Weil vor allem die Benzinpreise gefallen waren. Das ist allerdings Geschichte. Inzwischen durch die Förderkürzung der OPEC Plus sind die Benzinpreise wieder nach oben gegangen. Also dieser Effekt wird sich so nicht mehr wiederholen bei zumindest den Erzeugerpreisen und auch wahrscheinlich nicht bei der Verbraucherpreisinflation. Auf der anderen Seite argumentieren die Bullen, sie sagen, ja, nicht nur die Pause ist da, sondern die Fed wird die Zinsen wieder senken. Aber das Grundproblem dieser Argumentation sehe ich darin, dass die Fed die Zinsen wohl nur senken wird, wenn wirklich eine Rezession kommt. Denn die Fed hat selber gesagt, nein, wir werden die Zinsen nicht senken. Und da braucht es ein Argument, irgendwie etwas, was letztendlich dann zum Umdenken der Fed führt, und das kann nur eine Rezession sein, und eine Rezession ist negativ für die Aktienmärkte. Also kurzfristig sind die Aktienmärkte euphorisiert, weil sie sagen, super, Zinspause ist in Sicht. Übergeordnete dürfte es allerdings schwierig werden für die Aktienmärkte aufgrund der starken wirtschaftlichen Abkühlung. Und jetzt bekommen wir langsam Butter bei die Fische. Heute diese wichtigen US-Verbraucherausgaben, praktisch die Einzelhandelsumsätze, und die US-Berichtssaison beginnt mit den Banken. Und da wird dann vor allem wichtig, wie die Ausblicke sind insgesamt, und bei den Banken kommen noch ein paar Sonderfaktoren hinzu. Schauen wir uns die ganze Geschichte an. Hier eine Headline aus Bloomberg: Stocks head for 10-week high on peak rate bets. Also man wettet, dass letztendlich die Fed bald fertig ist. Vielleicht eine Zinsanhebung, wir werden gleich sehen. Die EZB jedenfalls, die will unbedingt weiter die Zinsen anheben. Also für die gilt offenkundig nicht diese Zinspause, so hat sich Holzmann geäußert. Ja, 0,5er Schritt bei der nächsten Sitzung sei durchaus drin. Holzmann ist bekanntermaßen hawkisch, aber auch Scicciuna, der maltesische Notenbankchef, der das gleiche Stimmgewicht hat wie etwa deutsche Notenbanker, der sagt, ja, wir haben noch eine Strecke zu gehen, und Kasachs hier aus dem Baltikum, der sagt, also ich denke, 50 Basispunkte ist durchaus drin. Also anders als die Fed will die EZB, muss die EZB, weil sie viel zu spät angefangen hat, die Zinsen anzuheben, wohl noch ein Stück gehen in Sachen Zinsen. Das hat den Dollar unter Druck gebracht, respektive Euro-Dollar nach oben gebracht. Daher der Dollarindex, der ja sehr stark von Euro-Dollar abhängt, unter Druck. Interessant ist, dass die Aktienmärkte euphorisiert waren, aber die Anleihenmärkte ein ganz anderes Spiel gespielt haben. Zunächst sind die Renditen für die US-Staatsanleihen gefallen nach den niedriger als erwarteten Erzeugerpreisen, um dann aber wieder deutlich zu steigen, sodass etwa die 10-jährige Anleiherendite höher geschlossen hat als kurz vor den niedrigeren Erzeugerpreisen. Also die Anleihenmärkte, die spielen etwas anders. Die Renditen sind in der Summe dann gestern doch gestiegen, trotz dieser niedrigeren Erzeugerpreise. Und schauen wir uns hier links mal unten die Fed Fund Futures an. Wie ist die Wahrscheinlichkeit für den nächsten Schritt im Mai der Fed? Immer noch 68%, dass die Fed die Zinsen anheben wird. Vor den Erzeugerpreisen waren es 72%. Also das hat sich eigentlich kaum verändert. Man erwartet letztendlich weiter eine Zinsanhebung. Hier sehen wir, dass vor allem Nasdaq sehr stark war. 2% ging es hier nach oben. Der VIX fast 7% gefallen. Niedrigster Stand seit Januar 2022 bei 17,8. Wir sehen alle Sektoren bis auf Real Estate im Plus. Und die Euphoriker, die in den Kommentaren wieder zahlreich vorhanden waren auf mein Video, die sehen den absoluten Bullenmarkt. Aber wenn wir mal etwas nüchterner sind, dann sehen wir hier mal rechts, sind wir jetzt mal gerade 0,3% in dieser Woche im Plus. Also es fühlt sich ein bisschen anders an, aber im Vergleich zum Vorwochenschluss sind wir jetzt beim S&P 500 0,3% gestiegen. Das sind Monster-Rallies. Jedenfalls sehen wir, dass eben wieder mal die großen Tech-Werte hier ausschlaggebend waren. Microsoft, Google, Apple und so weiter, wie sie alle heißen. Und das ist realitätsnah insofern. Klar, die großen Tech-Werte profitieren
wenn Renditen fallen eigentlich, was aber gestern nicht der Fall war, oder wenn Zinsen fallen. Man sieht darin so ein bisschen einen sicheren Hafen offenkundig, aber schauen Sie sich mal an, was jetzt die Taiwan Tech Firmen melden, die Zulieferer sind für Microsoft und Apple. Die berichten von den größten Einbrüchen bei den Verkäufen seit mindestens einem Jahrzehnt. Das heißt, die Frühindikatoren, nämlich diejenigen, die die Dinge herstellen, die dann Apple, Microsoft und Co. verkaufen, die sehen, dass die Dinge hier massiv einbrechen, aber die Kurse der Aktien von Microsoft und Apple steigen unterdessen weiter. Das macht fürchterlich viel Sinn. Und die kleineren Firmen, die sogenannten Microcaps, also die ganz kleinen Firmen, die dennoch an der Börse gelistet sind, oder kleinere Firmen, die allerdings näher am Boden der wirtschaftlichen Realität sind, die vor allem dann schon jetzt unter Kreditvergaberichtlinien leiden, die deutlich strenger geworden sind, die haben sich komplett entgegengesetzt entwickelt zu den Large Caps. Normalerweise haben diese Microcaps so eine Art Frühindikatorfunktion, aber hier sehen wir, dass die diese Rallye nicht mitmachen. Es ist vor allem mal wieder Big Tech, das eben diese Rallye anführt. Und wenn alle so fürchterlich bärisch sind, wie immer gesagt wird, hier unter Verweis rechts auf die spekulativen Short-Positionen im S&P 500 Future, vor allem durch Hedgefonds, warum ist dann der VIX unter der Marke von 18? Der VIX ist ja, wenn man so will, ein Angstbarometer. Es zeigt an, wie teuer Absicherungen sind für Entwicklungen im S&P 500 bei den Aktien des S&P 500 in den nächsten 30 Tagen. Wenn also alle so bärisch sind, warum ist dann die Absicherung, die Put-Absicherung so erstaunlich günstig? Denn je niedriger der VIX ist, umso günstiger letztendlich ist es, sich da Puts reinzulegen, respektive den VIX zu kaufen, ein Call zu kaufen auf den VIX etwa, so dass man dann von einem steigenden VIX profitieren würde, wenn zum Beispiel die Aktienmärkte fallen würden. Also das macht aus meiner Sicht nicht so wirklich viel Sinn. Aber kommen wir zu den Earnings heute. Jetzt beginnt die Berichtssaison. Vor allem im Fokus JP Morgan. Das ist hier die englische Zeit. Müssen Sie noch eine Stunde draufrechnen. JP Morgan 12.50. Wir haben BlackRock 12.15, 13 Wells Fargo und Citigroup 14 Uhr. Für den Dow Jones sehr wichtig. United Health um 11.55 Uhr. Der schwergewichtigste. Die schwergewichtetste Aktie im Dow Jones, also darauf wird zu achten sein, wenn wir uns mal die Bankaktien anschauen, die haben sich nicht so wirklich erholt, sind deutlich schwächer als der S&P 500. Wenn wir jetzt mal die Bankaktien in Relation zum S&P 500 nehmen, dann sind wir auf einem Rekordtief. Wichtig wird vor allem sein, ja, was sagen die Banken zum weiteren Ausblick, was sagen sie zu Kreditausfällen, wie sind die Rückstellungen für Kreditausfälle, was sagen sie zu den Einlagen, die sie haben, sind da viele Gelder abgezogen worden, ja oder nein, das werden die wichtigen Fragen sein, wie ist die Kreditvergabe, hier sehen wir, dass anders als Janet Yellen gesagt hat, auf breiter Front in den verschiedenen Kreditarten die Dinge hier deutlich nach unten gegangen sind, vor allem seit der Pleite von Silicon Valley. Und wenn wir es übergeordnet mal die Berichtssaison anschauen, dann wird erwartet, dass wir einen Rückgang hier haben von -7%. Das wäre so schwach wie seit dem vierten Quartal 2020 nicht mehr. Gleichzeitig haben wir die größte Rallye in diese Earnings-Saison gesehen seit 2009. Also das ist schon alles sehr, sehr widersprüchlich. Und hier sehen wir mal die letzten drei Berichtssaisons. Die waren positiv für den S&P 500. Also da ist der US-Leitindex gestiegen. Goldman Sachs sagt jetzt, ja, das negative Sentiment und Light Positioning, damit meint man also, dass die Großinvestoren noch nicht so richtig dicke drin sein sollen. Das sind Tailwinds, also praktisch, dass Investoren zu negativ sind vielleicht für diese Earnings. Das kann ich mir bei den Banken sogar durchaus vorstellen, aber schauen wir uns jetzt mal den allgegenwärtigen Trick an vor der Berichtssaison, nämlich die Konsensus-Erwartung Earnings per Share. Die war für 2023, ist die geradezu kollabiert. Wir waren im Oktober noch deutlich höher als jetzt im März. Also es geht immer weiter unten, nach unten. Die Erwartungen sinken immer mehr und dann werden wir hurra, hurra, erstaunlicherweise die Unternehmen dann meistens die Erwartungen schlagen sehen, nachdem man eben diese Erwartungen schon bis zum Erdkern nach unten gedrückt hat. Jetzt ist natürlich auch bei den Banken die Frage, wie schaut es aus mit den Emergency Loans? Also wie stark müssen die Banken letztendlich zur Fed oder zur FHLB gehen,
um sich frisches Geld zu besorgen, nachdem die Kunden Gelder abgezogen haben, weil sie woanders in Geldmarktfonds eben viel höhere Zinsen bekommen. Hier neue Daten. Das Emergency Lending der Fed, 139,5 Milliarden Dollar jetzt in der abgelaufenen Woche, im Vergleich zur Vorwoche 148 Milliarden, also ein bisschen weniger. Discount Window Lending 67,6 Milliarden. Das ist nach wie vor recht hoch, in der Vorwoche 69,7. Und also das ist denn nach wie vor ein echtes Problem, wenngleich es so ganz leicht nachgelassen hat, also der Abfluss der Gelder bei den US-Banken. Und wir sehen jetzt wieder neue Zuflüsse in Geldmarktfonds, nämlich 30,27 Milliarden Dollar sind da reingeflossen. Damit haben wir jetzt in den letzten 5 Wochen 380 Milliarden Dollar gesehen, die in diese Geldmarktfonds reingeflossen sind, sodass in diesen Geldmarktfonds jetzt 5,277 Billionen Dollar sind. Also eine ganze Menge Holz. Und wichtig natürlich auch die Bilanzsumme der Fed. Das war auch das Argument der Bullen. Ja, siehst du, Bilanzsumme geht nach oben. Also gehen wir auch nach oben. Diese Bilanzsumme jetzt die 3. Woche in Folge gefallen, nicht viel. 17,59 Milliarden Dollar. Letzte Woche waren wir noch 73,55 Milliarden Dollar. Das lag allerdings daran, dass da Anleihen ausgelaufen waren, die Fed nicht sozusagen verlängert hat. Das geht dann runter von der Bilanz. Also hier sehen wir, Bilanzsumme geht leicht zurück, steigt nicht mehr. Und jetzt zur Frage der Rezession. Da bekommen wir dann heute 14:30 Uhr die Einzelhandelsumsätze. Brutal Retail Sales on Deck, so titelt ein US-Organ unter Berufung auf die Daten von Bank of America. Die erwarten einen Rückgang von minus 0,8%, Konsenserwartung 0,4%. Aber Kreditkartendaten von Bank of America sagen, dass Credit Card Spending ist deutlich zurückgegangen in fast allen Bereichen. Und vor allem fürchtet man hier, dass diese Zahlen eben deutlich schlechter werden als erwartet. Der Konsum ja sehr, sehr wichtig in den USA, klar. Und die Frage jetzt, was tun die Märkte? Die Fokussierung ist eher auf Kurzfristigkeit. Hurra, hurra, die Pause kommt, der Fed. Und nicht auf das, was sehr wahrscheinlich ist, was die Anleihemärkte schon lange durch invertierte Zinskurven sagen, nämlich Recession is coming. Hier sehen wir, buy Nasdaq Puts, sagte Goldman Sachs. Und verweist auf nach wie vor den Stress im System, der in diesen Tech-Aktien überhaupt nicht reflektiert sei, zumal eben dann die wirtschaftlichen Aussichten auch für die Tech-Konzerne sich verschlechtern würden. Wir sind jetzt beim S&P 500 in wichtige Widerstandszonen. Hier sehen Sie das mal, Traffic Jam, also da prallen verschiedene Trendlinien aufeinander, könnte man sagen. Und abschließend, meine Damen und Herren, das muss ich mir erst einmal räuspern. 2 Empfehlungen. Dieses liegt mir besonders am Herz von den Salonkolumnisten, also nicht die Salonkommunisten, sondern die Salonkolumnisten. Wehe den Siegern. Hier ist ja jetzt die Situation, dass wir heute das letzte Mal Atomkraftwerke am Start haben. Die werden morgen abgeschaltet. Hurra, hurra, sagen die Grünen. Aber wehe den Siegern, das könnte ganz böse, nämlich letztendlich nach unten gehen. Denn die Lebenslüge dieser Energiewende ist ja letztendlich die Umwelt- und Opferbilanz, die wir hier haben. Alles nnicht so fürchterlich sauber, wenn wir etwa jetzt 6-mal so viel CO2 in die Luft blasen wie die Franzosen, aber gleichzeitig die doppelten Stromkosten der Franzosen haben. Das ist eine Bilanz, die ist geradezu überragend, könnte man sagen. Und das ist eine Materialschlacht, auch das, was wir an Material da brauchen. Das ist alles nicht so fürchterlich grün, wie draufsteht letztendlich. Vielleicht muss man das eben auch mal sagen. Ich finde es gut, wenn möglichst CO2-frei unsere Energieversorgung funktioniert, aber es ist alles nicht so hübsch und vor allem sehr gefährlich, was jetzt passiert, denn wir verlassen uns, wenn wir dann aus der Kohle auch noch aussteigen, letztendlich auf Flüssiggas. Das soll die ganze Geschichte ersetzen. Hier dieser Text, wehe den Siegern von den Salonkommunisten, der bringt aus meiner Sicht so gut wie kein anderer Text, den ich bisher gelesen habe, die Problematik, auch die Ideologie der Grünen auf den Punkt, nämlich eine Art Antimoderne und Atomkritik, praktisch ein reaktionäres Moment, dass man mit so einer Art Ökoromantik versucht zu kontrastieren, also die Hoffnung, das wird schon irgendwie gehen, aber Angst schüren in Sachen Atomkraft, ganz gefährlich, nicht kontrollierbar, das ist ja das, was auch unsere Umweltministerin uns immer wieder sagt. Dabei war diese Technologie bisher in Deutschland mit den höchsten Standards wahrscheinlich ausgestattet.
gestattet und jetzt verlieren wir auch das noch. Der Mythos von der Deindustrialisierung wird manchmal gesagt von Anhängern der Grünen. Das ist kein Mythos, das ist Realität. Das ist nur etwas, was halt in Zeitlupe passiert. Also ich würde Ihnen sehr am Herz liegen, diesen Text, nämlich Wehe den Siegern, den ich Ihnen unter dem Video verlinke, sich mal zu Gemüte zu führen. Ein wichtiger Text, glaube ich, der das Ganze auf den Punkt bringt. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, die Notkredite der Federal Reserve, die neuen Zahlen, die haben wir für Sie analysiert. Also zwei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.